Ja, Herr Geiselhardt, wie ist die Lage? Unglaublich. Sie sind ja Deutschlands berühmtester Gedächtnistrainer. Wer kommt denn mit 12 auf so eine Idee? Ein faules Kind, das nicht so gut in der Schule ist. Und dann kommt der Onkel und sagt, du bist doch faul wie ein Schwein. Und ich so, ja. Und er sagt, komm mal mit, opfer mal einen Tag und du sparst Wochen lernen. Und ich habe gesagt, ich komm mal mit. Also erstmal sind Leistungen möglich, die kein Mensch für möglich hält vorher. Also es gibt Leute, oder nahezu alle, die ins Seminar oder Vortrag reinkommen, die sagen vorher, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe alles mal so ein bisschen probiert und gemacht und bin aber doch dann da hängen geblieben an der Geschichte. Und mache das jetzt seit 12 Jahren wirklich nur noch und hauptberuflich und gar nichts anderes nebenher. Ich kann mir alles merken, wenn ich es in Bilder übersetzen kann. Und wenn ich das dann noch irgendwie bescheuert, also merkwürdig, ne, ist der schönere Ausdruck, ja. Skurril. Ich finde es halt bescheuert. Das müssen bescheuerte Bilder sein. Mein Name, schönes Beispiel, ich hole mal eine Requisite. Ja, okay. Mein Name ist ja Geiselhardt und ich bin halt der. Okay, ich werde Ihren Namen nicht mehr vergessen. Ich bin halt der sich geißelt ganz hart. Es sind immer Bilder und auch eine Zahl muss ich in ein Bild übersetzen. Auch da habe ich schon mal was vorbereitet. Also. Die 2 hat die Form eines Schwans. Also wenn ich jetzt, das sollte ich halt einfach einmal drin haben. Also die Fantasie oder Kreativität ist der einzig begrenzende Faktor an der Sache. Auch für mich, für jeden, für Weltmeister. Haben Sie mal was Wichtiges vergessen? Ja klar, natürlich, aber ich weiß nicht mehr, was es war.